So, ich habe mir jetzt den Sebastian geschnappt. Dann probieren wir es jetzt mal eben aus, ob die Kamera auch Menschen und Fahrzeuge erkennt. Ich kann schon gleich spoilern. Funktioniert wunderbar. Wir haben gerade alles einmal komplett durchgespielt und der Ton hat leider von der Kamera nicht funktioniert. Aber für euch machen wir es natürlich nochmal. Basti, steigst du eben ab? Wenn es sein muss, mache ich das. Oh. Wir haben Bildschirm, haben wir jetzt ein paar Linien. Und wenn Sebastian da gleich reinläuft, da geht er jetzt gerade. Und zack, die Kamera erkennt ihn. Er ist jetzt im Bereich und wir kriegen auch ein akustisches Signal. Jetzt muss er mal ein bisschen weiter aus dem Bereich rausgehen, wenn er jetzt mal hingucken will. So, zack, geht raus und die Kamera sagt wieder, okay, er ist da, aber nicht gefährdet. Genau, das funktioniert schon mal sehr gut. Zack, er ist wieder im Bereich und die Kamera piept rum. Ist das ungefähr da hinten, dass ihr das ungefähr habt? Ja, zack, er ist wieder aus dem Bereich raus und jetzt geht er halt wieder los. Wenn wir jetzt quasi diesen Bereich ausstellen, zack, dann piept die Kamera nicht. Er wird erkannt, aber die Kamera piept nicht. Also, wenn wir jetzt wieder den Bereich anstellen, zack, und der Bildschirm piept. Gut, also Menschenerkennung, wie schon vorhin gesagt, funktioniert einwandfrei. Ich bin wirklich absolut erstaunt. Das probieren wir jetzt aber nochmal eben mit einem Trecker aus oder halt größeren Maschinen. Ich fahre mal eben hier ein bisschen weg, weil hier vorne steht natürlich der zweite Trecker. Weil die Kamera soll auch Fahrzeuge erkennen, aber das der Code ist mit Sicherheit gut geschrieben, aber mit Sicherheit nur für Autos. Und jetzt bin ich mal gespannt, ob er auch einen Trecker erkennt. Ja, zack. Der Ruder wird erkannt, der Trecker wird auch erkannt und der Bildschirm piept. Also ich bin wirklich erstaunt. Wie gesagt, wir haben es gerade beim Hakenlifter, wir haben den Hakenlifter abgebaut, haben wir es auch öfters probiert. Funktioniert wirklich einwandfrei. Der erkennt immer alles top. Sebastian läuft jetzt, zack, ich will das anhalten und würde ihn halt nicht anfahren. Das finde ich hier. Also ich bin wirklich echt erstaunt, wie gut die Kamera arbeitet und wie gut das System an sich funktioniert. War super simpel einzurichten. Zack, hier eben Strom dran, Bildschirm mit dem Saugnapf an die Scheibe, Kamera ist ein Magnet dran, man kann einfach hinten überall dran poppen, floppen, nicht poppen. und es funktioniert echt einwandfrei. Wir probieren es jetzt noch einmal aus. Sebastian ist jetzt im Bereich, zack, und der Bildschirm piept. Sebastian geht wieder aus dem Bereich und der Bildschirm piept nicht mehr. Ja, mit dem Auto haben wir das gerade auch ausprobiert, das seht ihr jetzt natürlich. So, Sebastian fährt jetzt hier mal einmal um den Trecker drum zu. Ich habe jetzt hier die Linie mal weggemacht, ob er dann, okay, er kennt das Auto, er piept aber nicht. Okay, dann mache ich mal hier über diesen Knopf, halten lange gedrückt, die Linie mal wieder an, zack. Sebastian fährt jetzt wieder rund und zack, da piept sie. Okay, also heißt, die Linien müssen an sein, dass das Fahrzeug erkannt wird. Und also phänomenal. Das Fahrzeug ist wirklich nur ganz kurz im Radius drin und wird sofort erkannt. Mega, finde ich super. Wir tauschen mal eben schnell, dann kriegst du die Kamera in der Hand und probieren es auch noch einmal aus. Können wir machen. Also, genau, meine Geschichte. Da ist der Alex, alter Schwede, das funktioniert wirklich gut. Also, dass das so gut funktioniert, hätte ich jetzt nicht gedacht. Das ist ja tipptopp. Jetzt ist er ungefähr, ich würde sagen, 5 Meter weg. 6 Meter. Wieso? Jetzt ist er aus dem Gefahrenbereich raus. So weit ist er jetzt weg. Also, ich würde sagen, 7, 8 Meter sind das wohl. Und dann sagt die Kamera auch schon wieder, dass er im Gefahrenbereich ist. Ja, jetzt geht er natürlich ran. Die Kamera das da nicht mag. Ja, so ist er natürlich früher raus. Aber also das funktioniert ja wirklich gut.